Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ein kurzes Schwurbelvideo, ja, ein Meisenkind, welches nicht damit einverstanden ist, dass ich hier herumgehe. Ja, ist ja gut. Nein, ich gebe ihnen nichts mehr ins Vogelfutterhäuschen. Wahrscheinlich sind sie darüber wütend. Gibt es halt nur in der ja, viel ist nicht mehr drinnen, nein. Ja, jetzt müssen sie selber ihr Futter finden. Aber darüber wollte ich nicht sprechen. Wir haben in den letzten Tagen unglaubliche Enthüllungen. Wir haben jetzt aus dem Fundus sozusagen der reichen RKI-Informationen immer mehr und mehr Wahrheiten, die da jetzt herauskommen und die auch auf YouTube offensichtlich verbreitet werden dürfen, was mich natürlich angenehm überrascht, weil ich eben, bitte um Verständnis, vorsichtig geworden bin, denn ja, ich wurde schon mal gesperrt. Na bitte, da sind das Rosenkäfer, oder? Die haben ja da eine Riesenversammlung, das darf ja gar nicht wahr sein. Hör mal, das habe ich auch noch nicht gesehen, in der Menge, ja, ich meine 1, 2, 3 schon, ja, aber das sind ja 20, 30 oder, naja. Wenn sie glücklich sind. Und jetzt werden wir natürlich konfrontiert werden mit Relativierungen. Das heißt, die werden sagen, ja, Volksgenossen, ihr habt uns immer falsch verstanden, das haben wir so nicht gemeint. Ja. Und natürlich wird das geschehen, was ich auch schon seit Monaten angekündigt habe, dass sie jetzt die ganzen Beweise, die Videos löschen, dass sie Akten schreddern, dass sozusagen E-Mails gelöscht werden. Das heißt, dass aus dem Internet, aus Wikipedia, dass Einträge verschwinden, dass alle diese immense Panikmache, die da über Monate, wahrscheinlich sogar Jahre gelaufen ist, dass diese ganze Panikmache verschwindet. Deswegen, also dass man dann nachher den Leuten sagt, ihr bildet euch ja nur was ein, das haben wir nie gesagt, das war ja nie. Also das heißt, sozusagen ist das die kognitive Dissonanz, die da hervorgerufen werden soll, wie bei einem Horrorfilm. Ich kann mich damals noch erinnern, war das mit der Bette Davis, glaube ich, oder? Das war ja so ein furchtbarer Psychothriller, kann ich mich noch ganz gut erinnern, war das aus den 40er Jahren, wo ihre Schwester und deren Mann versucht haben, sie quasi in den Wahnsinn zu treiben. Also ganz gemeine Sachen. Und das läuft jetzt bei uns auch. Deswegen bitte, lass dich nicht irritieren. Bleib bei dem, was die Wahrheit ist. Sie haben alles unternommen, ja, um uns eben in die Spitzenspritze zu treiben. Ja, sie haben wirklich alle noch so... Kein mieser Trick, kein unfairer Trick konnte noch so mies und unfair sein, als dass sie ihn nicht angewendet haben. Sie haben die untergriffigsten Methoden angewendet, also das heißt die dunkelste Rabulistik, die man sich nur vorstellen kann, aber auch die absolut satanischsten Manipulationsmethoden, die es gegeben hat und natürlich NLP-Tricks ausgenutzt ohne Ende. Also hier ist wirklich die dunkelste aller dunklen Psychologien zum Einsatz gekommen, zur Anwendung gekommen. Und darauf möchte ich noch einmal hinweisen, ja. Wenn es dir möglich ist, irgendwelche Informationen aus dem Internet noch zu retten, bitte dann tu das. Ich habe über 50 Zeitungen von damals aus dieser Irrsinnszeit, ja, habe ich aufgehoben, dass wir die Schlagzeilen haben. Dann kann ich die Fotos, dann kann ich die Artikel kopieren und kann es auf meinen Kanal, auf Telegram setzen. Das heißt, dass wir hier eine Art Privatarchiv installieren, wie ich das auch auf meinem Chemtrail-Kanal gemacht habe, dass ich eben aufgefordert habe, dass wir eben hier Informationen und Daten sammeln. Und natürlich haben sie uns jetzt, die bösen Schwurbler, die ja Verschwörungstheorien verbreiten, haben sie uns damit bedroht, dass sie, wenn du dich erinnerst, sie wollten ja, glaube ich, Telegram in Bausch und Bogen in Spanien, war das, glaube ich, wollten sie es abdrehen, also das heißt, hätte aus dem Netz genommen werden sollen und vielleicht sozusagen als Testlauf, wie wenn es dann gut aufgenommen wird ohne Protest, wie es ja unser beliebter Jean-Claude Ischias, der Einzige, der nach seinen schweren Bandscheibenvorfällen immer so eigenartig illuminiert gelächelt hat, also so dieses dümmliche Lächeln eines schweren Alkoholikers, aber das war er natürlich nicht. Er hatte sozusagen Bandscheibenschmerzen, über die er sich so sehr gefreut hat, dass er den Namen Jean-Claude Ischias, glaube ich, für immer behalten wird. Naja, und so läuft das, ja.
So läuft das, dass sie eben hier jetzt alles abstreiten werden, dass sie hier jetzt einfach uns verunsichern werden und dass sie leider wahrscheinlich auch sehr viele Menschen in den Wahnsinn treiben werden, ja? Weil viele Menschen werden dann nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Viele Leute glauben wirklich, dass diese Streifen da, die wir da oben sehen, dass das normale Wolken sind, weil es ja in Wikipedia steht, dass es nur Verschwörungstheorien sind. Ja? Also das heißt, sie versuchen uns, unsere Wahrnehmung, unsere eigene Wahrnehmung, also was du hier mit deinen Augen, also ich meine du jetzt, ja, in dem Fall was ich hier sehe, ja, was ich hier mit meinen eigenen Sinneswahrnehmungen wahrnehme, versuchen sie zu trüben. So nach dem Motto, ja Volksgenossen, misstraue deiner eigenen Wahrnehmung und glaube nur, was dir aus den Volksempfängern gebracht wird. Ja, richtig, die Volksempfänger, großartig, das hatten wir alle schon einmal. Wir haben geglaubt, dass wir das hinter uns hatten. Und jetzt kommt eben dieser große Wendeprozess, wo endlich einmal der Wind dreht und auf einmal kommt von überall dieses weinerliche Wimmern. Es war mein Vorgänger, das hat mit mir gar nichts zu tun, ich habe da nichts mit zu tun. Ja, aber komisch, gell? Komisch, dass der Flautenschwach jetzt seinen Vorgänger anpatzt, hat er es verhindert, hat er aufgeklärt? Nein, er hat gar nichts getan. Im Gegenteil, er hat nur weitergemacht, unser Pinocchio. Ja, also bitte immer daran erinnern. Das wollte ich nur sagen. Die Grundaussage ist, lass dich nicht verunsichern. Sie werden jetzt alle dunklen Register ziehen, die sie nur können. Sie werden Ablenkungsaktionen inszenieren. Wir haben das gesehen in Baltimore. Da schaffen sie jetzt Fakten. Sie haben hunderte lebensmittelverarbeitende Betriebe weltweit abgefackelt. Sie haben Pipelines in Brand gesetzt. Und wir rechnen noch mit weiteren Aktionen. Bitte darauf auch vorbereitet sein. Also das heißt, nicht aus allen Wolken fallen. Die werden nicht sang- und klanglos verschwinden. Haben wir auch nicht erwartet und das wollen wir auch gar nicht. Und natürlich werden sie uns jetzt ihre Macht unter Beweis stellen wollen, dass sie jetzt alles das abdrehen werden, was sie sozusagen an ihren Machtinfrastrukturen aufgebaut haben, finde ich sehr gut, weil dann bauen wir nämlich unsere eigenen Strukturen auf. Ihre brauchen wir nicht. Ihren vergifteten Fraß, den wollen wir nicht mehr trinken. Ihr sozusagen, was sie dann, ich vermute, dass da jetzt hier, ich meine, wir sehen schon wieder einen Streifenzieher. Wir wissen nicht, was da von oben runter gesprüht wird. Ja? Möglicherweise sind es schon härtere Bandagen, also nicht mehr nur noch Beruhigungsmittel oder normale Gifte. Kann sein, dass schon was Härteres runterkommt. Aber das interessiert uns nicht, ja? Weil wir ausleiten und entgiften und sozusagen auf das Ganze vorbereitet sind. Gut, genug geschwurbelt, war nur mal eine kurze Information. Sie werden jetzt Beweise auf Hochtouren vernichten, sie werden alles abstreiten, sie werden sagen, ihr habt uns falsch verstanden, wir haben damit überhaupt nichts zu tun, wir wollten nur euer Bestes, wir wollten euch helfen und so weiter. Und wir werden Ihnen dann natürlich den dafür nötigen Glauben schenken bei den dann nachher folgenden Nürnberg 2-artigen Volksgerichtsprozessen. Also da können Sie sich dann rechtfertigen, solange und so intensiv Sie wollen, solange es halt innerhalb Ihrer 5 Minuten Redezeitbeschränkung hineinpassen wird. In dem Sinne, alles Liebe, bleiben wir dran, wir haben gewonnen und jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie und sie zappeln schon gewaltig an der Leine. Die hängen am Haken, das kann ich euch garantieren. Ende.